Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Sando Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Roblox Tycoon und zu dem zweiten Part von dem Militär Tycoon. Ja, ich habe offscreen ein bisschen hier Autos und sowas gekauft. Ja, die anderen muss man leider alle bauen. Kann ich euch mal kurz zeigen hier, wenn ich jetzt hier auf Bau drücke, dann kann man hier die Sachen kaufen, um dann beispielsweise den zu fahren. Das habe ich allerdings noch nicht, deswegen bauen wir hier erstmal den Tycoon bzw. die Militärbase weiter. Wenn man dann mal wüsste, was man hier bauen sollte. Ah, hier ist was. Upgrade Gate. Wow, was ist das für eine Tür, Alter? Was ist das für eine Tür? Das ist mal eine Tür, die man braucht. Kann man die öffnen? Geil. Sieht schon geil aus, wenn man die öffnet, ne? Bam. Nice, nice, nice. Machen wir die mal wieder zu. So. Gehen wir mal hier rein. Hier müssen wir irgendwas. Bunkertür. Okay, okay, okay. Nice, nice, nice. Bunker Drops. Aha. Hier auch nochmal Drops oder was auch immer sein soll. Und jetzt ist da oben irgendwas. Naja, gut. Dann müssen wir wohl mal nach da oben gehen. Wer auch mal hier schießt, keine Ahnung. So. Jo. Aua, aua, aua. Wer schießt denn hier? Na, hier rein. So. Warte, was wollte ich denn jetzt? Nicht wundern, dass ich so ruhig rede. Ich hab grad bis jetzt noch gepinnt. Gerade erst aufgeschrieben. Wo ist denn hier die Treppe? Ach, da. So. Oha. Uniform. Progress Uniform. Uniform, Oberhand Uniform, was für eine Uniform. Bam. So, kann ich das hier noch kaufen? So. Zwar Fahrzeugreparatur. Jetzt bin ich arm. Was ist das? Ein Aufzug oder was? Wüsten, bla bla bla. Gehen wir mal wieder runter, um zu gucken, wie viel Geld wir denn wieder haben. Oh ja, 23.000. Kann man sich sehen lassen. Also wir sollen hier irgendwo unten wieder was bauen. Oder nicht? Ich baue jetzt erstmal alles oben. Man weiß ja nie, was man hier bauen soll. Das ist so ein bisschen das Problem. So. Bei Rebirths habe ich nicht. Scout. Geil, geil, geil. Ja, ist schon geil. Granate. Erste Hilfekasten, natürlich. So. Müssen wir jetzt mal nach wieder da unten. Was sollen wir denn jetzt kaufen? Unten? Was ist denn da unten? Hä? Ich weiß nicht, was ich jetzt hier kaufen soll, weil hier irgendwie nichts ist. Ist hier draußen irgendwas? Da oben, auf dem Dach.
Auf dem Dach könnte was sein. Hier ist auch nichts. Gut, dann gehe ich mal auf dem Dach. Scheinbar muss ich echt erstmal alles oben fertig kaufen irgendwie. Kann mal kurz gucken, komme ich eigentlich noch weiter nach oben? Hallo? Hallo, ich will hier hoch. Irgendwo muss es doch noch weiter nach oben gehen. Hier nicht. Irgendwo. Ah, da. Hier komme ich aufs Dach. Da ist das Blaue. Ach, Mann. Ja, okay, hier oben kann ich nichts kaufen. Jetzt zeigt mir mal an, dass ich da unten hingehen soll. Da unten ist doch gar nichts. So. Wir können hier übrigens auch wieder spinnen. Wie spinnen. Was kriegen wir heute? Wahrscheinlich wieder Diamanten. So wie immer. Ja, 50 Diamanten. Ja, perfekt, wow. Ich weiß nicht, wo ich hier hingehen soll. Jetzt ist da draußen irgendwas, was der mir anzeigt. Aha, hier. Ein Weg. Okay. Aha, jetzt muss ich, glaube ich, die Schiffe hier kaufen, kann das sein? Ein Warehouse. Kann man das auch schließen? Nö. Schade. Container. Bam. Und dann da. We need to clear this area to build a irgendwas. Okay. Granate. Aha. Kann ich die nicht einfach... Bam. Ja, so. So schnell kann man die erledigen, tatsächlich. Flame Area. Bam. So, was soll ich mir jetzt kaufen? Das da? Weiß ich nicht. Ich laufe nochmal eben kurz zurück, um zu gucken, ob ich nicht da auch noch was kaufen muss. Ey, dieses Spiel ist manchmal echt verwirrend. Ah, ich soll tatsächlich das kaufen. Ja, mach ich später. So, jetzt. Jetzt mache ich das. So. Elite? Was ist denn Elite? Egal. Forest for Tess. Was? Forest for... Na, ist ja auch egal. Barriers. Wow. Sicherheitswände. Wände. Noch eine Wand. Kein Geld mehr. Gut, dann hole ich mir mal wieder Geld, ne? So. Gut. Dead Machine Match startet soon. Dead will be. Junge, der zeigt mir mal hier unten was an. Hier unten ist nix. Außer der Bunker. Beleuchtung.
So. So habe ich jetzt fertig gekauft. Naja, der zeigt mir schon wieder was da unten an. Ich krieg hier gleich noch einen Kollaps. So. Was soll ich jetzt kaufen? Können wir mal kurz in den Bunker gehen. Der zeigt mir da unten was an. Ja, was ist denn da unten? Kann man es von innen wieder schließen? Ja, da komme ich nicht mehr raus, ne? Zeigt er mir irgendwo anders was an? So, ist hier unten irgendwas noch, was man kaufen muss, oder was? Ja, da. Hier ist auch wieder eine Tür und jetzt muss ich wieder zurück. Jetzt muss ich nach oben wieder, okay. Junge, ist das, also das Spiel ist ja komplett verwirrend. Aber es funktioniert. So. Ah, ich soll mir jetzt wieder Geld holen. So, was soll ich jetzt kaufen? Zeigen Sie mir an. Oben. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Bam, 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 bam. Hier. Okay, 10.300, ne? Mhm. 10.300. Ja, mir fehlt noch jetzt, so. Die Bank ist ready zum Angreifen. Aha. Bam. 7081, okay. Kann mir die ganzen Waffen gar nicht nehmen, weil ich zu viele Waffen in meinem Inventar habe. So, jetzt brauche ich 7000. Geben Sie mir die 7000 Euro, Mies. So, jetzt habe ich die 7000. Dann einmal wieder hoch. Doch nicht hoch. Na doch, doch hoch. Keine Ahnung. Hallo? Danke. So. Bam. Gut. 15.300. Ja, okay. Das machen wir eventuell noch in einem dritten Part. Ich denke mal nicht. Aber, ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr dort drauf joinen würdet. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Würde mich auch freuen und supporten. Jetzt habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Sando. Ciao, ciao.